Das könnte Wasser von einem besonderen Ort sein. Fluffy sagte doch, ich brauche für das Giftwasser von einem besonderen Ort. Diese Quelle scheint optimal dafür zu sein. Ich brauche noch eine giftige Substanz. Fiole. Ja gut, ich weiß nicht, wo ich die Fiole herkriegen soll. Aber da muss ich ein bisschen weiter umgucken. Fiole erhalten. Hast du die wirklich schon gefunden? Nein, ein Kräutenschild, schade. Was ist das Blaue da? Mana-Tränke. Nein, du hast da so ein... Wie so ein blauer Tropfen. Sekunde. Mana-Knolle, Magnie-Knolle. Sieht aus wie so ein blauer Knopf. Knopf, genau. Das ist so eine kleine Dings, nur in blau. Gehen wir mal hier lang. Hä? Ich würde nicht weitergehen, wenn ich du wäre. Warum nicht? Ich komme gerade da etwa zum Dorf hier. Redest du noch gar nicht? Ist auf einmal von überall aus. Redest du bei mir erst? Ja, ein bisschen, hast ein bisschen Delay. Ein bisschen viel. Ja, so 10, 15 Sekunden. Soll auf jeden Fall hier nicht reingehen, hat er gesagt. Aber irgendwie tue ich es trotzdem. Because I don't give a fuck. Eine leere Fiole. Hä? Hat er nicht gesagt, ich soll hier vorsichtig sein? Okay, ich weiß nicht, ob vielleicht nicht irgendein Event hier nicht ausgelöst wurde. Das ist extrem merkwürdig. Gut, jetzt muss ich nur die giftige Pflanze holen. Wenn ich da jetzt überhaupt hinkomme, der hat ja den Weg zugemacht. Hm, ich habe gedacht, hier kann man drunter krabbeln. Ich habe keine Ahnung, was da oben ist. Oh, da ist eine Schatztruhe. Ja, Magieknolle. Bringt einem viel, wenn man weiß, wo die Sachen sind, wenn man den Weg nicht dahin findet. Gut, darunter geht es nicht großartig. Das heißt, ich muss wieder da hoch. Aber so langsam machen die EP auch nicht mehr so viel aus. Zumindest habe ich das Gefühl, ich bin schon seit Jahren nur noch am Töten. Ja, da muss ich eigentlich runter. Ah ne, muss ich hier hoch. Ah, hier ist die giftige Pflanze. Okay, die Kampfarena war da unten. Okay. So. Da war nämlich letztens eine Verwucherte. Dank dir führt der Fluss nahe wieder Wasser und ich erhielt eine neue Lebenskraft. Zum Dank schenke ich dir einige meiner Blätter. Sie sind sehr giftig. Sehr gut. Tschö. Gut, dann können wir jetzt endlich wieder zu dem Baum, den Scheiß schwächen. Und uns einen Kuchen freuen. Ich wollte eigentlich so vor einer Stunde schon im Bett sein, aber okay. Das Dungeon dauert halt 4 Stunden länger als erwartet. Also ich habe wirklich gedacht, wir hätten das jetzt fast fertig. Scheint ja nicht, ne? Jetzt nehmen wir schon länger auf als das letzte Mal. Nochmal zu der Quelle. Ich weiß nicht, ob der da was wirklich eingeführt hat.
Fluffy sagte doch, diese Quelle scheint, ob die... das sieht hässlich aus. Also... Die Fiole an sich sah ja noch okay aus, aber dann zusammen... No me gusta. Aber ist egal. Das Grün war ein bisschen zu hell. Ja. Deswegen sieht das noch ein bisschen... Und es hatte auch nicht wirklich eine Abstufung der Farbe. Es war überall gleich grün. Das war ein bisschen blöd. Vielleicht unten sowas Abgesetztes. Axe schüttet das Gift über die Wurzeln des Baumes. Die Erde beginnt zu zittern. Erdbeben. Wow. Kann ein Baum Schmerzen erleiden? Es scheint fast so, als ob er das täte. Jetzt müsste er weg sein. Blablabla. Da hätte er jetzt vielleicht besser gezeigt, wie die drei Dinger da waren und dann verschwunden wären. Aber ist jetzt egal. Ist jetzt nur... Aber ich verstehe das jetzt nicht, warum. Das war wirklich schwachsinnig, der Dialog. Also ich sag einfach nur, ja, der nutzt sich aus und sagt, ja, ja, stimmt doch, du hast recht. So als hätte, so als würden einige meiner Worte einfach schon reichen. Und dann bietet er mir das an, auch noch gegen mich zu kämpfen, damit ich das gewinnen kann. Und dann versperrt er mir aber dann doch den Weg und... Hey, was soll denn das? Naja, jetzt müsste er ja hier sein. Erstaunlich, dass du es bis hierher geschafft hast. Nun, jetzt zitter vor der Macht des Aurea. Meiner Macht! Zack. Wow, ich zieh dem überhaupt nichts ab. Ah, so schon mehr. Ich muss auch ehrlich gestehen, dass mir die Bosse hier auch überhaupt nicht gefallen, weil das einfach nur so Standardbosse sind, die er entweder umgefärbt hat, vergrößert hat oder sonst was. Also den hier finde ich eigentlich ganz cool, so das mit dem Umfärben, dass er einen zu einem besonderen macht, finde ich eigentlich cool. Ja, aber ich bin halt von Terranigma 1 bin ich den Vogel gewohnt, dann die Hexe, diesen, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das ein Drachen war hier bei Su oder so, dieses nee, Ding, das war... da so runterfällt. Und deswegen, das sind hier halt einfach so nicht so starke Gegner. Ja, gut. Das finde ich nicht schlimm. Sowas könnte man zwar eher... Also, ich wette, die kommen auch noch. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber das finde ich... Aber die ersten beiden fand ich wirklich gesagt scheiße. Aber den da finde ich okay. Also, den Wächter und den finde ich okay von der Idee her. Und auch von der Umsetzung eigentlich relativ okay. Aber die ersten beiden, da stimme ich dir zu, das fand ich auch scheiße. Also, die Idee an sich dahinter fand ich nett, dass er halt sowas nimmt, was... vorher nicht so war, aber es war scheiße umgesetzt. Gut gedacht, schlecht gemacht. Okay, ich bin besiegt. Die Macht des Aurea lässt nach. Meine Sinne klären sich. Was habe ich nur getan? Ich richtete nur die Säugetiere. Nicht nur die Säugetiere, sondern auch beinahe mein eigenes Volk zugrunde. Beinahe hätte ich dich vernichtet, der du als einziger in der Lage bist, dies umzukehren. Meine Niederlage ist gerecht und ich habe den Tod verdient. Doch bitte ich dich, erfülle mir einen letzten Wunsch. Setze diesem Wahnsinn ein Ende, vernichte den maskierten Wächter und bringe dein Werk zu Ende. Ja, das werde ich, mit allem, was mir zur Verfügung steht. Danke, dann kann ich beruhigt dahin scheinen. Der Weg zum Aurea ist frei. Das finde ich jetzt nicht so schlimm, dass er jetzt erkannt hat, dass er ein Schwanzlutscher ist. Muss ich ehrlich gesagt sagen, das finde ich okay. Ist ja oft so, dass die Leute nach dem Tode gemerkt haben. Lol. Ich bin einfach nur draufgegangen aus Flex. Sieht cool aus. Aber was mir wirklich in... Also mit jedem Dungeon mehr auffällt, ist der Dialog von Ark. Den muss ich wirklich sagen, der ist... Der ist wirklich schlecht. Also der Ark, der wechselt seine Art zu reden öfter, als ich meine Unterwäsche. Und das liegt nicht daran, dass ich... meine Unterwäsche einmal im Monat nur wechseln, sondern dass ich meine Unterwäsche nicht jede 10 Minuten wechsle. Ark lernt den Zauber Energieentladung. Bebündelte. Be-
gebündelte Energie entlädt sich um Mark herum. Die Feinde schädigt und magische Objekte anregen kann. Also mit der hinten, also es, man hat den Eindruck, er hat einfach am Stück an dem ganzen Projekt gearbeitet und zum Schluss hin immer weniger aufgepasst. Es war ein langer Weg zu diesem Teil des Aurea. Ich sollte es schnell zum Kollektor bringen. Oh. Jetzt bin ich hier draus. Puh. Wie praktisch. Ich muss mal gucken, ob ich da oben speichern kann, weil jetzt langsam spielen wir ja schon ein gutes Stück. Nein, die kann ich nicht speichern. Jetzt fliege ich gleich zurück und dann stürzt es ab. Ja, beschrei es doch noch. Ich beschrei nichts, das ist halt so. Ich kenne das noch. Ah, Speicherpunkt. I love the books. Sollen wir hier aufhören oder noch zum Schloss gucken? Nö, dann hören wir hier auf. Okay, dann hören wir hier erstmal auf. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, hat einigermaßen gefallen. Das Dungeon war scheiße, aber irgendwann ging es ja was vom Gesprächsstoff her. Von daher, vielleicht war das ja noch unterhaltend genug. Und ansonsten hoffe ich, sehen wir uns das nächste Mal. Danke fürs Zuschauen. Bis, ja, das nächste Mal hoffentlich. Tschüss! Tschüss!